Puppenmama. Oh, es ist morgen. Ich gehe mal mit Rose raus. Rose hat Fieber. Ich messe mal den Fieber. Hallo? Rose hat sehr hohen Fieber. Können Sie bitte kommen? Okay, danke, ich warte auf euch. Hallo, Alicia. Ha, hallo, Doktor. Wir gehen mal zum Patienten. Ich hatte es gemessen. Es war 39 Grad. Ich messe auch mal. Oh, es ist immer noch gleich. Wir legen ein kaltes Tuch auf ihr Stirn. Okay. Wasser steht bereit. Und hier ist unser Tuch. Schnell auf die Stirn, okay? Das wird dir gut tun. Du wirst schon gut, Rose. So, wir machen weiter. Wir gucken mal in dein Ohr. Ohr ist gut, kein Problem. Jetzt dieses Ohr. Das Ohr ist auch gut. Doktor, was machen wir jetzt? Ich guck in ihr Hals. So. Ihr Hals ist rot. Was müssen wir machen? Dieses Medikament müsst ihr einnehmen. Dankeschön. Jetzt messe ich es nochmal. Oh, es ist runtergegangen. Oh, es ist viel besser. Gute Besserung. Vergiss nicht die Medikamente. Dankeschön, Doktor. Tschüss. Rose, geht's besser, aber ich bleib bei ihr. Tschüss. Lolli, gefällt dir das Essen? Lolli ist wieder eingeschlafen. Lolli, aufstehen! Lolli! Putze erstmal deine Zähne, danach geh ins Bett. Rose ist satt. Lolli hat sich wieder die Zähne nicht geputzt und spielt gerade. Ich guck mal. Lolli, was machst du hier? Ich spiele mit Bella, Alicia. Ich habe gemerkt, dass du nicht deine Zähne putzt und spielst. Ich putze meine Zähne, aber das blutet immer und das tut mir weh. Ich hab's verstanden. Du putzt deine Zähne falsch.
Das können wir machen. Guck, Lolli. Was ist das, Alter? Spielen wir wieder? Mit diesem Teil würde ich dir zeigen, wie man Zähne putzt. Das ist voll schön, Alter. Wir haben eine Zahnbürste. Jetzt hör mir gut zu. Die oberen Zähne putzen wir kreisförmig. Ganz langsam. Die unteren Zähne machen wir auch kreisförmig. Nicht vergessen, hinten auch. Es ist wohl einfach, Alter. Dann komm, Lolli, wir putzen deine Zähne. So, Lolli, fang mal an. Wir machen mal Zahnpasta drauf. Alter hat mir gesagt, immer Kreise. Super hast du es gemacht. Lolli, du bist so lustig, aber nicht vergessen, danach sauber machen. Lolli hat gelernt, wie man Zähne putzt. Du, wie oft putzt du deine Zähne? Schreib mir in die Kommentare. Tschüss! Ich hab ihn wieder. Bitteschön, Dr. McStuffin. Dankeschön. So, wir gucken mal. Rose, mach dir keine Sorge. Es wird alles gut. Schäfchen, kannst du mir bitte Augentropfen und Watte bringen? Okay. Bitteschön, Doktor. So, wir behandeln dein Auge. Jetzt kommen die Augentropfen. Schäfchen, ein Pflaster bitte. Ich komme. Bitte schön. Thank you.
alles gut? Wir können nicht mehr warten. Es ist alles gut. Dankeschön, Doktor. Komm, Lolli, wir gehen jetzt nach Hause. Gute Besserung.